10.52 Uhr, 8 Minuten vor 11 ist es, Sie hören Radio D1. Attacke auf der A44. Zwischen Bräuner und Warburg wurde heute ein 43 Jahre alter BMW-Fahrer angeblich aus der Luft attackiert. Was dran ist an der Geschichte, überprüft im Moment noch die Polizei. Wir haben auf jeden Fall unseren Reporter Helmut Monsees rausgeschickt. Er hat mit Willem van Beek aus Wuppertal-Elberfeld gesprochen. Ja, also ich war unterwegs von Kassel nach Essen. Wisst ihr, ich hatte meinen Wagen gerade aus der Werkstatt geholt und wollte den mal testen, ob der Motor eingestellt war und so. Naja, also auf jeden Fall war ich unterwegs und plötzlich, ich sag Ihnen, das war wie, als wenn ein Tiefflieger angeflogen kommt und über einem sozusagen dieser Knall, gell, also die, mit Überschallgeschwindigkeit. Also es war also wie so eine Luftdruckmauer. Mein Tempo, das hat sich natürlich schlagartig von 190 auf 110 Stundenkilometer verringert, ja. Und dann plötzlich, dann kamen so wie kleine Kugeln, also wie so ein Hagelschauer, ging das auf mein Fahrzeug runter. Also der ganze Spuk dauerte vielleicht, ich weiß nicht, 2, 3, 4 Sekunden. Also ich habe so einen Schock bekommen, ich musste erstmal auf den nächsten Parkplatz. Da gucke ich so auf meinen Wagen und ich sage ihm, da war einfach keine Farbe mehr drauf. Der ganze Wagen war blank. Also, wisst ihr was, ich sofort an mein Handy. Und dann habe ich den ADAC angerufen. Der war übrigens, innerhalb von 7 Minuten war der da. Und da, ich sage Ihnen, der Mann hat ja auch geguckt, wie ein Pferd. Michi? Ja, Tommy? Könnte es sein, dass wir wahnsinnig spät dran sind? Ja, guck mal, 4 Minuten nach 10:30. Bitte betreten Sie keine Eisflächen. Das Eis ist noch nicht tragfähig. So, unsere erste Frage geht an Herrn Mizinski. Ja. Welche Autos? Achtung, Autofahrer, A2 Berlin Richtung Hannover, zwischen Lehrte Ost und eine kurzfristige Vollsperrung, es landet dort der Rettungshubschrauber. Ja, leider nur die Grünen. Er ist meine größte Liebe, der neue Clio Caribe. Arthur Frank startet in eine neue Stunde mit den größten Hits der 50er, 60er und 70er Jahre. If everybody had an across the USA. D1, die Nachrichten für den ganzen Tag. Auf der A7 hat sich in den frühen Morgenstunden ein weiterer mysteriöser Lackangriff zugetragen. Das Opfer war dieses Mal ein silbergrauer Mercedes 400 der S-Klasse, der die Ausfahrt Bad Bramstedt nur noch zinkgrau erreichte. Es handelt sich um den 8. Zwischenfall dieser Art auf dem Bundesautobahnnetz innerhalb von 3 Tagen. Hören Sie dazu den D1-Kommentar von Peter Niederrath. Die Fälle häufen sich, das Bild ist immer das gleiche. Ein Fahrzeug, das mit überhöhter Geschwindigkeit über die Autobahn jagt, wird von einer Schallmauer gestoppt und delackiert. Der Fahrer muss sozusagen ohnmächtig mit ansehen, wie ihm bei lebendigem Leibe die Haut abgezogen wird. Getroffen hat es bisher vor allem aggressive Nobelkarossen, Benz und BMW, Saab und Porsche. Jeder Angriff erfolgte aus dem Nichts, aus dem Unverhofften und könnte durchaus als Schnell- und Sofortjustiz gegen Autobahnraser interpretiert werden. Fuhren doch alle Opfer nach eigenen Angaben 180 Stundenkilometer und schneller. Deutschland steht vor einem Phänomen. Da ist es nicht verwunderlich, dass ein Boulevardblatt bereits den Einsatz der Bundesluftwaffe fordert. Betrachtet man das bisherige Fallgeschehen aus der Distanz, nüchtern und leidenschaftslos, dann ist man allerdings versucht zu sagen, vielleicht sollten die Schnellfahrer einfach etwas langsamer fahren. Vielleicht sollte die Bundesregierung sich endlich dazu durchringen, die Richtgeschwindigkeit Tempo 130 zur zulässigen Höchstgeschwindigkeit zu machen. Peter Niederrath mit dem D1-Kommentar aus Berlin. Ja, und hier ist wieder Miss Lonely Hearts. Ich habe heute wieder den Blues, den Road Movie Blues. So viele einsame Herzen auf meinem Anrufbeantworter. Fangen wir gleich an. Zuerst kommt Veronika. Es war auf der Raststätte Seesen heute Mittag um 13.35 Uhr. Ich habe gleich auf die Uhr geguckt. Du hattest weiße Jeans an und ein schwarzes T-Shirt. Ich war einfach hin, als ich dich gesehen habe. Dabei passiert mir sowas eigentlich nie. Ich wollte auf dich zugehen, aber irgendwie konnte ich nicht. Ich habe sowas noch nie gemacht. Du bist 2:10 in einen schwarzen Golf gestiegen, ich in meinen alten Käfer. Wenn du mich jetzt hören solltest auf D1, du kannst mich zurückrufen. Ich habe mein Telefon immer bei mir, Tag und Nacht.
0172 441244. Oh, ich würde dich einfach gern kennenlernen. Du, mir ist ganz komisch dabei. Ich habe sowas noch nie gemacht. 0172 441244. Und nochmal Dankeschön, Miss Lonely Hearts. Sie hören richtig, hier ist Radio D1. Manchmal erlebt man ja komische Dinge in diesem Job, aber die Meldung, die eben reinkam, ist mit Abstand das Merkwürdigste, was mir bisher untergekommen ist. Ich zitiere mal. Das Oberkommando der Flying Dutchman übernimmt die Verantwortung für die pädagogischen Lackangriffe auf die 11 hemmungslosen Autobahnraser, die in den letzten 4 Tagen ihrer verdienten Strafe zugeführt worden sind. Die Schwadron der Flying Dutchman ist das mobile Einsatzkommando der Armee der Untoten des Straßenverkehrs. 652.726 Verkehrstote seit 1947 sind nicht mehr länger bereit, dem Ersatzkrieg auf den deutschen Autobahnen tatenlos zuzusehen. Wenn die Regierung nicht handelt, müssen die Toten handeln, stellvertretend für alle, die noch am Leben sind. Weitere verkehrserzieherische Maßnahmen werden folgen. Zitat Ende. Tja. Was soll ich dazu sagen? Ist das jetzt Wirklichkeit? Ist das ein Gag? Realsatire? Wenn das stimmt, was hier in der Meldung steht, dann haben wir es auf jeden Fall nicht mehr mit Geisterfahrern zu tun. Das ist eine veritable Kriegserklärung. Wir halten Sie auf jeden Fall auf dem Laufenden bei Radio D1. Nach dem Autofahrerhoroskop geht's weiter mit Benny Freitag und dem Intershop. Am Mikrofon war Karin Kuschig. Und ich setze mich jetzt in meinen Jeep und fahre nach Hause. Langsam, ganz langsam. D1. Das ist es. Hier ist wieder die Hörerinitiative von D1 direkt mit dem großen Ratespiel Tempo 130. 130 D-Mark für jede richtig beantwortete Frage. Hallo, wen habe ich dran? Ich bin dran, der Thomas. Thomas, hallo. Du, wir fahren heute nach Italien. Sag mal, weißt du, was für Spielregeln uns da erwarten? Naja, Höchsttempo 80 auf der Landstraße, Höchstgeschwindigkeit 100 auf der Autostrada. Bingo! 130 Punkte für Thomas Mühlfenzel aus dem Rategau. Thomas, wo soll die Knete hingehen? Na, auf mein Girokonto. Na, dann wird noch umgehend erledigt. Und was hast du vor mit dem Gewinn, Thomas? Ich spare auf einen Spoiler für meinen Trabant Cabrio. Na, herzlichen Glückwunsch. Weiterhin gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unterm Spoiler. Mach's gut. Hier ist Anke Borsutski mit den Ergebnissen einer D1-Blitzumfrage. 66% der D1-Hörer erklären sich solidarisch mit den Flying Dutchmen und begrüßen die symbolische Bestrafung aggressiver Autobahnraser. D1-Hörer Uwe Matthäus aus Wiesbaden im Originalton. Ich finde die fliegenden Holländer echt geil. Schade, dass sie unsichtbar sind. Ich würde die Jungs gern mal sehen. Einfach spitze, wie die ihr Ding durchziehen. Nachdem sich die Fälle des Sudden Coating Death, des überraschenden Lacktodes auf der Bundesautobahn auf nunmehr 19 erhöht haben, bringen wir Ihnen einen Kommentar unseres militärtechnischen Korrespondenten Armin Holz aus Bonn. Der Fall ist und bleibt mysteriös. Es gibt bisher keinerlei Anhaltspunkte, die Zweifel an den Kommuniqués der Armee der Untoten rechtfertigen würden, wenngleich es als gesichert anzusehen ist, dass sich hinter dieser Potjemkinschen Armee höchst weltliche und reale Personen verbergen dürften. Dieses aufzuklären ist Aufgabe der zuständigen Behörden. Uns interessiert unter der militärtechnischen Fragestellung einzig und allein das technische Wie dieser rätselhaften Angriffe aus dem Nichts. Die Überwachung des Bundesluftraums zeigt keinerlei verdächtige Flugbewegungen zum Zeitpunkt der 19 Terrorangriffe. Das heißt, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit muss es sich um Stealth-Fighter, um Tarnkappenjäger handeln, die hier zugeschlagen haben. Das zweite Kommuniqué der Flying Dutchman spricht davon, dass die Angriffe von Maschinen des Typs Sonic Force One geflogen wurden. Ein Flugzeugtyp dieser Bezeichnung ist auf der ganzen Welt nicht bekannt, dementsprechend auch nicht verzeichnet im Handbuch Jane's Fighting Planes. Wir müssen davon ausgehen, dass es sich hier um eine bewusste Mystifikation handelt. Dass diese Maschinen von Untoten des nie erklärten Bürgerkriegs auf der Bundesautobahn geflogen werden, kann nur als weitere Mystifikation betrachtet werden. Militärtechnisch, flugtechnisch stehen wir vor einem Rätsel. Untote können nicht fliegen. Einzig greifbarer Anhaltspunkt ist damit die Stealth, die Tarnkappentechnologie. Der israelische Geheimdienst und die israelische Luftwaffe haben im Bereich der unbemannten Klein- und Kleinstflugzeuge auch mit Tarnkappentechnik experimentiert. So viel ist bekannt. Meiner Ansicht nach wäre das der Ansatzpunkt für eine Reihe neugieriger Fragen, die man von der Harthöhe nach Tel Aviv faxen könnte.
Vielleicht hat der Bundesverteidigungsminister ja schon in den nächsten Tagen eine Antwort bereit für die zu Recht irritierte automobile Öffentlichkeit. Oder sollte das Phänomen vielleicht genauso spurlos wieder im Sommerloch verschwinden, wie es daraus aufgetaucht ist? Armin Holz für D1 aus Bonn. D1, die Nachrichten für den ganzen Tag. Berlin. Wie soeben aus Regierungskreisen verlautet, ist im Bundesverkehrsministerium ein Krisenstab gebildet worden, um die überhandnehmenden Lackangriffe auf den Bundesautobahnen koordiniert abzuwehren. Unter Führung des Bundesverkehrsministers umfasst der Krisenstab Vertreter von Bundeskriminalamt, Technischer Hochschule Potsdam, TÜV Berlin-Brandenburg und Bundesgrenzschutz. Kairo. Bei Feuergefechten zwischen islamischen Fundamentalisten und bewaffneten Touristen sind heute... Mami, warum baut Papa Löcher ins Waschpulver? Dein Held und Fit, dein ist echt stark. Mit 2,9. Pizza schmeckt Spitze. Wahr ist aber, dass es Johnny Walker... Ich bin der Westernstiefel, vor dem deine Feinde zittern. Bauknecht weiß was. Zu Risiken und Nebenwirkungen. Und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. He's got a ticket to ride. Bauknecht weiß. Kein Hai weit und breit. So, du gehst weiter mit Musik. D1 Live. Einfach dichter dran. Frühnebel über dem Autobahnparkplatz Probenlande auf der A7. Unser gepanzertes Pressefahrzeug rollt im Rücken einer Hundertschaft des Bundesgrenzschutzes nach vorn. Dieser Einsatz des Sonderkommandos erfolgt auf Hinweise der Funkleitstelle Jagel der Bundesluftwaffe. Im Bereich der Raststätte Probenlande ist verdächtiger Funkverkehr geortet worden. Mit Hilfe meines Nachtsichtgerätes kann ich jetzt erkennen, wie an die 20 Grenzschützer in kugelsicheren Westen einen großen Möbelwagen mit der Aufschrift Rote Radler umstellen. Jetzt ein greller Lichtblitz, eine Blendgranate. An der hinteren Tür des Möbelwagens detoniert ein Sprengsatz. Die Tür... D1 Live. Einfach dichter dran. Tja, das war Kirsa Breitfeld aus Brockenlande. Nicht nur das Land ist gebrochen da oben in der typisch schleswig-holsteinischen Knicklandschaft. Auch unsere Leitung ist unterbrochen. Wir machen erstmal weiter mit dem nächsten Song. Und da ist er auch schon. This'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love and do you have faith in God? Der Kirsa Breitfeld für D1 aktuell. Meine Leitung steht wieder. Ich selbst stehe jetzt direkt in dem aufgesprengten Möbelwagen, zusammen mit Peter Messinger von der Luftabwehrleitstelle des Wehrbereichs Kommandos Nord. Herr Messinger, Flying Dutchman, Geisterflugzeuge, Mini-Tarnkappenjäger, gesteuert von einer Flugleitzentrale in einem Möbelwagen der Firma Rote Radler aus Frankfurt am Main. Gibt es das oder ist das die mediale Inszenierung einer Fiktion? Das gibt es, Frau Breitfeld. Wir stehen ja mittendrin und sehen es mit eigenen Augen. Dieser unscheinbare alte Möbelwagen ist vollgestopft mit Elektronik. Diese Regiepulte hier erlauben es, den Start, die Landung und den reibungslosen Flug von bis zu 3 Flugobjekten gleichzeitig zu steuern und zu überwachen. Sie werden verstehen, Ihre Hörer werden verstehen, dass ich mehr in diesem Augenblick noch nicht sagen kann. Damit gehen wir gleich zurück ins Studio. D1. Unerhört gut. Slow is beautiful.
Und hier ist wieder die 130-Initiative von Radio D1. Im Montagsspiel geht es heute um 130 CD-Pakete von Eric Slowhand Clapton. Wer macht den Anfang? Sabine aus Freiburg. Du kennst die Regeln, Sabine? Na klar. Wie viele Tote hat das letzte Wochenende auf den bundesdeutschen Straßen gefordert, Sabine? 11 Erwachsene, 2 Jugendliche und 3 Kinder. 11, 2, 3? Richtig. Das erste CD-Sixpack geht nach Freiburg. Und weiter geht's mit Old Slowhand to keep us tuned to the slow beat. Once I live the life of a millionaire, spent all my money, didn't have any care. Took all my friends out for a mighty good time. Speed kills everywhere, not only on the Autobahn, also on the dance floor. Also, was machen wir? Wir delackieren den Techno-Beat. 130 Beats per Minute und keinen Beat mehr. You're tuned to Jazz Tonight, Josephine D1 Jazz Plus. Mit einem kleinen Highlight. Zwei berühmte Musiker sind mit mir im Studio. Sie werden sie gleich hören, live hier bei D1. Sie raten das Stück und die Namen der Musiker. Sie gewinnen eine Reise nach New York mit 7 Nächten im Birdland für 2 Personen. Albert Mangelsdorf und der Stefan Traub mit Night and Day von Cole Porter. Bingo! Good evening, everybody! Flying Dutchman, Tarnkappen, rote Radler und Hornissen. Zum Thema des Tages der D1-Kommentar von Lutz Behringer. Der Verdacht auf die Mossad-Connection hat sich bestätigt. Mitarbeiter des militärischen Abschirmdienstes haben die mobile Flugüberwachungsanlage, die der Bundesgrenzschutz in Brokenlande dingfest machen konnte, als Marke Eigenbau nach israelischen Blaupausen identifiziert. Gleichzeitig ist in Tel Aviv durchgesickert, dass es offenbar eine Panne gegeben hat. Bei der Überstellung von 4 Tarnkappen Kleinstjagdflugzeugen aus israelischer Fertigung nach Taiwan. Die Maschinen vom Typ Hornet, zu Deutsch Hornisse, haben ihren Zielort nie erreicht. Bisher unbestätigten Meldungen zufolge wurden sie vor 3 Monaten in Haifa an Bord des deutschen Frachters Hagen von Tronje verladen, der kurz darauf mit dem Destinationshafen Hongkong in See stach. Dieses Ziel jedoch nie erreichte und nach Angaben des Versicherungsbüros Lloyds in London als Missing on Sea gilt. Wie dem auch sei, nicht der Hagen von Tronje gilt unser Interesse gilt den Hornissen. Eine Spannweite von nur 1,80 Meter haben diese kleinen, unbemannten Stealth-Fighter. Sie sind vollgepackt mit modernster Elektronik und erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von Mach 1,3. Das Erstaunlichste kommt allerdings noch. Es handelt sich angeblich um VTOL-Maschinen, Vertical Take-Off and Landing Jets. Diese winzigen Insekten sind fähig und in der Lage, senkrecht zu starten und zu landen. Wer immer sie lenkt und kontrolliert, ihre Angriffe auf des Bundesbürgers lackierte Kleider steuert und koordiniert, wir wissen es nicht. In dieser Hinsicht hat der Schlag des Bundesgrenzschutzes noch keinerlei Aufschluss gebracht. Man hat Fingerabdrücke genommen. Wer immer sie hinterlassen hat, konnte sich rechtzeitig aus dem Staube machen. Der Wirklichkeitskrimi geht weiter. Bleiben Sie dran auf D1. Oh God, I am the American. It's Airman Griffey from Round Mine Air Base. Hold me like the River Jordan. Talk to me, ask me. I'll be nice. I'm a nice guy. 12:31. Sie trug nämlich ihren eine Woche alten Sohn zum Friseur und sagte, bitte einmal ratzfatz Haare schneiden. You're only a phone call away from your son. Your son. Reach out. Operator. Lanke for good. Oka, 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 oka. Mach ich auf die Socken, besteige mein Fluchtauto. Round the world, around the clock.
Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down, wiggling the walk and a giggling the talk. Make the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goo-doo-doo-doo-doo-doo. Oh, baby, that's what I like. 12.43 Uhr, Zeit für D1 News Agent Cooper. Mit der schnellen Presseschau for you. Nach dem mittlerweile 100. straflos exekutierten Lackangriff kommentiert die internationale Presse, Zitat aus dem Londoner Independent, die Unfähigkeit der Deutschen mit den Gegenangriffen auf die automobile Blitzkriegsführung des rücksichtslos freie Fahrt ausübenden freien Bundesbürgers fertig zu werden. Zitat Ende. Die Neue Zürcher Zeitung sieht mit der Hilf- und Wehrlosigkeit der deutschen Agrofahrer gegen die Tarnkappenangriffe das Waterloo. La Repubblica sogar das Stalingrad des offensiven, tempomaximierenden deutschen Fahrstils gekommen. Der Londoner Guardian zitiert Darwin und schreibt: The survival of the fittest equipped with ABS and airbag for two. Diese Epoche geht jetzt zu Ende. Also nix mehr mit dem Überleben der Tüchtigsten. Denen wird allen von Rotkäppchen mit der Tarnkappe der Lack abrasiert. That's it for today. Leader Writers of the World writing for you. Frau Dr. Kaminski zieht sich zum nächsten Song schon das T-Shirt an. Noch 15 Minuten auf Kaminski 4 mit dem T-Shirt zum Song. Das Hemd liegt der Promopackung bei. Es zeigt eine Hornisse im Sturzflug. Darunter ganz gelassen, ganz ruhig und entspannt Arthur Rimbaud mit dem berühmten Ratschlag an sich selbst. Lebe wild und gefährlich, Arthur. Here comes MC Bro, Stealth Fighter Rambo. Leaves you no place to go. Arthur Rimbaud steuert die Fighter von seinem Kontrollturm auf dem Père Lachaise. The sound makes you favor with your both your pins for soft wooden death. And you can be our guest. Bestürzung, Überraschung, Zustimmung, Protest. Monika Buchholz war für D1 auf der Zeile unterwegs. Ich bin der Meinung, und das finde ich allen Ernstes, wenn ein schönes Auto mit schönem Lack und Sicherheit und Airbag und allem ausgestattet ist, kann es 160 fahren. Dafür ist es ausgestattet. Ja, ich habe selber kein Auto, ich fahre eigentlich nur Fahrrad und es ist schön schwarz. Das würde ich bedauern, wenn die Farbe weg wäre. Ich finde das nicht in Ordnung. Ich rase nicht, ich fahre schnell, weil ich häufig fahren muss. Also ich habe auch einmal jetzt versucht, schnell zu fahren und von der Zeit kommt da überhaupt nicht viel raus. Das ist praktisch nur der Spaß für die Leute und also mit 130 käme ich auf alle Fälle, also käme ich hin. Ich finde ehrlich gesagt diese Lackangriffe bzw. die Autos danach sehen super aus. Ich finde, wir sollten hier amerikanische Verhältnisse einführen, 55 Meilen und keine Meile schneller. Das ist meine Meinung. Ja, das ist so wie das jüngste Gericht. Also man muss nichts warten, bis eine tot ist. Es gibt eine Hölle, es gibt einen Himmel. Sondern man sollte schon die Menschen in diesem Leben schon bestrafen. Und das finde ich wunderbar. Also das Schnellfahren, das kann man einfach nicht beschreiben. Das ist wie, man drückt aufs Gas, man fühlt die Geschwindigkeit irgendwo. Und plötzlich dann, durchzuckt eines. Wie, als wenn man in die Disco geht und hört die 250 Beats pro Minute. Und da kommt es einfach. Dann hat man so ein Kribbeln in den Fuß, in den Fingern. Und das ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, das man dabei erlebt. Und das, also ohne dieses Gefühl, ich weiß nicht, könnte ich überhaupt nicht existieren. D1, die Nachrichten für den ganzen Tag. Hamburg. In der Zentrale der Nachrichtenagentur dpa ist am Vormittag ein neues Kommuniqué der Flying Dutchman eingetroffen. Die terroristische Vereinigung rechtfertigt darin den Lackangriff vom Wochenende, bei dem das Dienstfahrzeug des Bundesverkehrsministers attackiert wurde.
Man greife mittlerweile auch korrigierend in das Verkehrsverhalten führender Politiker ein, heißt es in dem Schreiben, um die Regierung anzuhalten, das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit endlich auch auf der Autobahn zu garantieren. Wie soeben bekannt wird, hat der Minister, der bei dem Hornissenangriff auf sein Fahrzeug durch das Auftreffen der Druckwelle bei offenem Stahlschiebedach einen Hörsturz erlitten hat, Anzeige wegen schwerer Körperverletzung gegen Unbekannt erstattet. Das Wetter: 28 Grad, heiter, Andauer der Trockenheit. Es besteht erhöhte Waldbrandgefahr. D1 Kultur, das Gute, das Wahre und das Schöne. Weiter geht's mit 130 literarisch. Zu gewinnen heute Sachbücher, Belletristik, das große Autolexikon auf CD-ROM. Wie jeden Mittwoch fangen wir an mit der Rätsellesung. Otto Sander liest, die Hörer von Radio D1 raten den Namen des Autors, der den Text geschrieben hat. Der erste Anrufer mit der richtigen Antwort gewinnt Marcel Reich-Ranitzkis großes Kompaktlexikon der Weltliteratur von Abbé Cobot bis Svetaeva Marina Ivanovna. John Franklin war schon 10 Jahre alt und noch immer so langsam, dass er keinen Ball fangen konnte. Er hielt für die anderen die Schnur. Vom tiefsten Ast des Baums reichte sie herüber bis in seine emporgestreckte Hand. Er hielt sie so gut wie der Baum. Er senkte den Arm nicht vor dem Ende des Spiels. Als Schnurhalter war er geeignet wie kein anderes Kind in Spilsby oder sogar in Lincolnshire. Aus dem Fenster des Rathauses sah der Schreiber herüber. Sein Blick schien anerkennend. Vielleicht war in ganz England keiner, der eine Stunde und länger nur stehen und eine Schnur halten konnte. Er stand so ruhig wie ein Grabkreuz. Die Entdeckung der Langsamkeit von Stanard Dolny. Ich will aber nicht dieses Buch von Reich-Ranitzky, ich will ein gutes Buch. Die freie Auswahl für den Tagessieger von 130 literarisch. Ich hätte gern Die Enden der Parabel von Thomas Pynchon. Ich bin verbunden mit dem Psychologen Rainer Wohlfahrt am ADAC Delackierungstelefon. Herr Wohlfahrt, was sagen Sie denn den Leuten, wenn die Sie anrufen von der Piste und gerade die Haut abgezogen gekriegt haben? Naja, das Erste ist immer die sogenannte erste Schockhilfe. Beruhigung, Mitgefühl, Zuspruch. Meistens kommt ja als Nächstes eine wahnsinnige Wutexplosion. Die muss man abfangen, also nochmal beruhigen. Gleichzeitig dirigiert meine Assistentin dann ja immer auch schon den Pannenhelfer an den Ort des Geschehens. Der bringt das dann von der psychologischen auf die technische Ebene, macht neue Lackierungsversuche, da kommt dann Hoffnung auf. Aber das war doch bis jetzt immer vergeblich. Naja, gut, da haben Sie recht, aber die Sprühdose lenkt doch ab. Und was machen Sie mit den Wiederholungstätern? Das ist ja nun auch schon mehrmals aufgetreten, dass ein Delackierter wieder rast. Naja, da hilft natürlich keine Telefonseelsorge mehr, Frau Gerlach, und auch keine ambulante Behandlung. Für dennoch Raser haben wir je 6 Krankenhausbetten in den Kliniken links der Isar und rechts der Alster bereitgestellt. Natürlich nur für ADAC-Mitglieder mit dem großen Schutzbrief. Minus 2,7 Grad bei uns in der Potsdamer Straße. 10 gut gebaute Herren im Alter von 24 bis 32 verwöhnen nur Frauen. Für alle, die es gern etwas anstrengender am Abend haben, noch folgender Tipp: In der Musikhalle heute um 20 Uhr gibt es Schönberg. Schönberg, das ist also nun wirklich für Leute, die ziemlich tough sind. In Croatia, partly to mostly cloudy with rain showers and isolated afternoon thunderstorms, highs in the mid-70s. Wer will fliegen gehen, den musst schwer machen. Den kannte Autorennfahrer Holger Holgersen auf Ford Siesta, hat in der Formel V Weltklasse Prüfung auf dem Montabaurring in der Nähe von Sachsenhausen einen dreifachen Salto gemacht und ist tödlich verendet. All for love. When it's love you can. Mannheim-Frankfurt A67 zwischen Lorsch und Darmstädter Kreuz, Wanderbaustelle. Die
Die Zeit 17.22 Minuten 11 Sekunden. Ich bin mit Professor Dr. Karl-Heinz Wittvogel vom Institut für organische und anorganische Chemie in Berlin-Dahlem verbunden. Herr Dr. Wittvogel, Sie sind vom Hauptverband Deutscher Kraftfahrzeugversicherer als Gutachter bestellt worden. Ist das richtig? Das ist richtig, Frau Gerner. Was sagen Sie als Chemiker zu den technisch-wissenschaftlichen Aspekten der Delackierung? Tja, bisher kann ich Ihnen eigentlich nur sagen, dass die Delackierung durch tausende mikroskopisch kleine Säuremoleküle erfolgt. Diese Moleküle gehören zur Großfamilie der sogenannten Agent Grey Substanzen, bei denen es sich wiederum eine Weiterentwicklung der Agent Orange Wirkstoffe handelt, die von der US Air Force zur Defoliation des vietnamesischen Urwalds eingesetzt wurden. Mit anderen Worten, wir haben es hier mit einem Spin-off-Effekt der Militärtechnologie zu tun. Na, so kann man es sehen, so kann man es sagen. Und woran liegt es nun, dass ein einmal delackiertes Fahrzeug in seinem ganzen Leben keinen Tropfen Lack mehr annimmt? Woran liegt es, dass es bis ans Ende seiner Kilometerlaufleistung gebrandmarkt bleibt? Darauf kann ich Ihnen noch keine Antwort geben. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch, Herr Dr. Wittvogel. Gleich der D1 Talk Club, Eros und Thanatos, Ansätze zu einer Psychoanalyse der Raserei. Dr. Reinhold Reinking vom Sigmund Freud Institut der Universität Frankfurt. Ich möchte heute versuchen, eine systematische Beschreibung des sogenannten Hochgeschwindigkeitssyndroms und der in ihm zutage tretenden narzisstischen Persönlichkeitsstörung zu liefern. Unter symptomatologischen, strukturellen und genetisch-dynamischen Aspekten. Zentraler Arbeitsbegriff ist für mich dabei der Begriff der Ich-Schwäche, nämlich dass für Speeding-Strukturen so charakteristische überwiegen primitive Abwehrmechanismen. Der Autobahnraser kompensiert seine Ich-Schwäche durch antiphobisches, energisches Ausagieren abgespaltener Angst, die nicht erlebt wird, sondern fest verschnürt und im Airbag verstaut als blinder Passagier mitreist. Neben diesem ganz spezifischen Aspekt der Ich-Schwäche stehen unspezifische Aspekte, wie zum Beispiel I am an Antichrist, I am an Anarchist, don't know what I want, but I know how to get it, I wanna destroy. D1 Night and Day. D1 Radio, das Late-Night-Interview. Mein Gesprächspartner heute Abend, Professor Dr. Uwe Wesel von der Freien Universität Berlin. Guten Abend, Herr Dr. Wesel. Guten Abend. Sie haben in einer Hamburger Wochenzeitung einen Artikel veröffentlicht, der laut Überschrift von der Verfassungswidrigkeit unserer Autos handelt. Können Sie unseren Hörern vielleicht in ein paar knappen Sätzen beschreiben, worin diese von Ihnen postulierte Verfassungswidrigkeit besteht? Ja, das kann ich gern machen. Ich beziehe mich auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Schwangerschaftsabbruch oder auf die beiden Urteile, in denen ja gesagt worden ist, dass der Staat mittels seiner Vorschriften die Verpflichtung hat, dafür zu sorgen, dass Leben erhalten bleibt. Und das tut er auf den Straßen und auf den Autobahnen in nur sehr unzulänglicher Weise. Sie wissen, dass wir jährlich etwa eine mittlere Kleinstadt an Toten haben. Das ist zwar in letzter Zeit etwas zurückgegangen, aber es ist auch ganz sicher, das ergeben wissenschaftliche Untersuchungen, wenn wir die Geschwindigkeiten bremsen, also auf den Autobahnen etwa bis 100, in den Städten auf 30 und auf den Landstraßen bis 50, 60, dass wir dann mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar noch mehr dieser Tausenden von Toten das Leben retten könnten. Das heißt, der Staat ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Geschwindigkeiten herabgesetzt werden. Da er das nicht tut, ist alles das, was auf unseren Straßen passiert, verfassungswidrig, also auch die Autos. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Wesel. Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage. Es ist doch etwas merkwürdig. Das heißt doch, dass unsere Regierung sich strafbar macht, wenn ich das richtig sehe. Nun, sie muss sich nicht unbedingt strafbar machen, aber die Gesetze, das heißt die Geschwindigkeitsfreigabe im Straßenverkehrsgesetz und in der Straßenverkehrsordnung,
die sind verfassungswidrig, die Gesetze sind verfassungswidrig und man kann natürlich in einem übertragenen Sinn auch die Regierung dafür verantwortlich machen, dass hier so viele Tote auf unseren Autobahnen und Straßen zu beklagen sind. Man hat ja auch Erich Honecker dafür verantwortlich gemacht, dass an der deutsch-deutschen Grenze so viele Tote geopfert werden mussten. Also in einem gewissen Sinne haben sie sich strafbar gemacht. Ich glaube allerdings nicht, dass unsere Gerichte hier eine vorsätzliche Tötung durch die Regierung annehmen würden, obwohl man das juristisch ohne weiteres könnte. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Professor Dr. Wesel. Bonn. Unter dem Eindruck der mittlerweile mehr als 1000 Lackangriffe auf der Bundesautobahn hat die Bundesregierung die Richtgeschwindigkeit Tempo 130 bundesweit zur zulässigen Höchstgeschwindigkeit erklärt. Hamburg. Die Nachrichtenagentur dpa meldet den Eingang eines Bekennerbriefes der Armee der Untoten des Straßenverkehrs. Ein sogenanntes Oberkommando der elektronischen Wiedergänger begrüßt darin das Einlenken der Regierung auf den Kurs der Flying Dutchman und gibt die Einstellung sämtlicher Kampfhandlungen bekannt. Das Wetter? Sonnig und heiter, 33 Grad, weiterhin anhaltende Waldbrandgefahr. I got a 69 Chevy with a 396 Fuley heads and a Hurst on the floor. She's waiting tonight down in the parking lot outside the 7-Eleven store. Me and my partner, Sonny, built her straight out of scratch, and he rides with me from town to town. We only run for the money, got no strings attached. We shut him up and we shut him down. Tonight, tonight, the strip's just right. I wanna blow him off in my first heat. Summer's here and the time is right for racing in the street. Manuskript und Regie Alfred Behrens. Es sprachen Thomas Ahrens, Verena von Beer, Marius Zeller, Katharina Gerlach, Frank Laubrecht, Wilfried Grunau, Heinz-Günter Heigen, Hans-Jürgen Hürrich, Norbert Jochum, Karin Kuschig, Sabine Korsukewitz, Heinz-Werner Kräkamp, Heike Liesmann, Michael Mayer, Joachim Pukas, Ulrich Ritter, Otto Sander, Gerd Warmeling, Uwe Wesel. Posaune, Albert Mangelsdorf. Musik, Stefan Traub. Ton, Helmut Schick. Schnitt, Julia Kümmel. Regieassistenz, Marlene Renner. Dramaturgie, Christoph Buggert. Produktion, Hessischer Rundfunk und Norddeutscher Rundfunk 1994.